Hi, du wunderst dich bestimmt, warum ich gerade 950 V-Bucks bekommen habe aus dem Shop. Ich werde es euch natürlich direkt verraten. Aber kurz in eigener Sache, ihr wisst ja, ich streame immer auf Twitch. Gerne da vorbeischauen, Follow da lassen, gerne da mitmachen bei den ganzen Skin-Versuchen. Beziehungsweise ihr könnt einfach ganz easy einen Skin gewinnen, wenn ihr meint, ihr werdet gut genug. Ihr könnt ein Solo versus Du gewinnen, einfach in den Stream kommen, gewinnt die Runde. Und schon gehört euch eine 800 V-Bucks Skin. Wir gucken auch gleich, ob es heute noch einen V-Bucks Skin gibt. Aber natürlich wird es einen gehen, aber für 800 V-Bucks. Weil ihr wisst ja, für 2000, wenn das Ganze viermal passiert, 8000 V-Bucks. Aber wir gehen erstmal rein, gucken, wieso habe ich 950 V-Bucks bekommen. Tada, ich weiß selber nicht, was jetzt passiert. Ah, das passiert. Ich habe es getan. Ja, ich habe es getan. Es tut mir leid. Aber ich sage ganz ehrlich, erstens, der Skin gefällt mir. Und zweitens, die V-Bucks. Weil ihr habt ja, ich habe es ja eben schon gesagt, ich haue ja an euch die Skins raus, da ist Skin-Verlosung über Kanalpunkte oder auch, dass ihr versuchen könnt, einen Skin zu erspielen, auch über die Kanalpunkte. Deshalb brauche ich halt einfach V-Bucks. Ist einfach so. Ich könnte es mir auch einfach so kaufen, aber so geht es eigentlich auch ganz gut. Aber wodurch ist das Ganze natürlich möglich? Nur durch euren Support. Ihr seht es ja unten. Schleuderaffe ist im sechsten Monat, hat den Sub geschenkt bekommen. Grüße gehen da nochmal raus. Dann natürlich die 5 Euro vom Finn, die Bits vom Nils, vom Monkey und natürlich auch den ganzen anderen Support. Sei es, wenn ihr nur Videos guckt oder im Livestream dabei seid. Ihr wisst selber, Werbung kommt überall. Dadurch supportet ihr natürlich auch jeden YouTuber, jeden Twitch-Streamer. Erstmal geht da ein Gruß an jeden Einzelnen raus. Und Luca, ja, Grüße gehen auch an dich raus. Du hast recht gehabt. Ich werde wohl wieder mehr Fortnite spielen. So, was haben wir denn jetzt hier alles bekommen? Den Bogen, die Pickaxe. Na, mal gucken. Ein geheimer Handschlag. Okay. Ah, den habe ich schon öfters bei einigen gesehen. Zack, 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 zack. So, was habe ich jetzt alles bekommen? Abonnement, bla bla bla, ist klar. Planmäßig, 19. Februar muss ich wieder zahlen. Also bis 19. Februar müssen wir irgendwie 12 Euro zusammenkriegen. Dann. So, was haben wir heute im Shop? Ihr wisst ja, ich habe lange kein Fortnite mehr gespielt. Ihr wisst auch, ich kenne eigentlich so gut wie keine Skins mehr. Der hier sagt mir noch was, die sagen mir auch noch was. Aber was für ein Skin könntet ihr heute bekommen? Warte, ich gucke durch. Ihr könnt natürlich auch die Pickaxe holen. Die Pickaxe, der Tanz. 800 V-Bucks Skin wäre quasi rein theoretisch nur der hier. Aber solltet ihr heute natürlich einen Skin gewinnen, könnt ihr natürlich auch morgen einen Skin einlösen. Also da mache ich mir überhaupt keinen Stress oder sonst irgendwas. Ich sage da nicht, nee, du musst jetzt den haben. Also wenn du sagen willst, nee, ich spare die 800 V-Bucks. Und willst es vielleicht noch mal probieren, verschaffst es noch mal, hast halt 1600. Dann könntest du dir schon 1500 V-Bucks Skin holen. So, natürlich sind auch Tänze und alles Mögliche erlaubt. Natürlich auch danke der mir das Emote geschenkt hat. Und ihr seht, die sind nur noch heute im Shop. Also wenn ihr den Skin noch haben wollt, dann müsst ihr ihn heute kaufen. Beziehungsweise bis heute Nacht um 1, glaube ich, zur Zeit. Warte mal, 8 Stunden. Hä? Die Zeit passt hier überhaupt nicht. Warte mal, 5. Wie lange geht denn der Shop inzwischen? Gerade so blöd zum Rechnen. Warte mal. Bis 24 Uhr sind 7 Stunden. Richtig? Richtig. Ach doch, bis 1 Uhr. So. Aber ich wollte mich halt in erster Linie eigentlich bei euch bedanken. Euch natürlich zeigen, wie habe ich so viel V-Bucks auf einmal wiederbekommen. Dann hast du natürlich auch noch die V-Bucks wiederbekommen für den Battle Pass. Das schmeckt natürlich auch. So haben wir jetzt 8300 V-Bucks. Ich gehe gleich noch schnell in Rette die Welt rein. Da gibt es komischerweise gar keine V-Bucks-Missionen mehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Also irgendwie ganz seltsam. Die Tagesaufgaben sind noch da, aber V-Bucks-Missionen gibt es anscheinend gefühlt gar keine mehr. Aber da müssen wir halt dann einfach mal gucken. Kannst du Warte noch mal mal. Hallo. Guten Tag. So, dann gucken wir direkt weiter. Das war dann der Rest der Familie. Willst du uns einer Hallo sagen? Video? Ja, ich mach mal ein Video. Ups. Ja, ups. Ich schreibe jetzt noch mal, ne? Profi. So. Was wollte ich sagen? Was ist eigentlich hier mit dem Pelé Cup? Nimmt der Mittwoch? Mittwoch? Mittwoch ist morgen. Okay. Okay.
Das, da werden wir nochmal gucken. Wann soll der starten? Wie viel Uhr? Startet in 2 Tagen. Ja, das ist natürlich eine tolle Uhrzeit. Dun, 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 dun. Ah, 18 Uhr. 18 Uhr morgen. Passt. Dann wisst ihr schon, wo ich bin morgen um 18 Uhr. Solo-Turnier. Schmeckt. Werde ich zwar eh abkacken, aber werden dann einfach mal gucken. Der Skin an sich sieht nice aus. Hatten wir die schon als weibliche? Aber ihr habt gerade gemerkt, die Leute sind alle nicht mehr gewöhnt, dass ich überhaupt... Oh! Oha! Da kommen ja mehrere Sachen. Hä? Warum nur Felika? Kommen die zu unterschiedlichen Zeiten? Das schmeckt. Wurde das schon irgendwie angekündigt oder habe ich es einfach nur nicht gesehen? Weil ich habe jetzt eben das erste Mal da oben das gesehen. So, ich werde aber sagen, das war es erstmal mit dem Video. Ihr werdet mich natürlich gleich auf Twitch sehen können. Also gerne nochmal unten in die Videobeschreibung gehen, da auf den Link klicken. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Tschüss.